Es beginnt immer mit einem ganz kurzen Impuls zum Nachdenken, der ein spiritueller Impuls ist, der auch mit Glaube, mit Gott, mit Leben zu tun hat. Und dann laufen wir in unterschiedlich starken Gruppen, in langsamer, mittlerer, schneller Gruppe, 35 Minuten, kommen dann wieder hier zurück, dehnen uns und während diesem Dehnen der unterschiedlichen Muskeln und Sehnen findet ein Austausch untereinander statt, anschließend eine Stabilisierung und das Ganze endet mit einem Segen auf den Weg in die kommende Woche. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo viel am Sitzen ist, wo es viele Sitzungen gibt, wo viel am PC gearbeitet wird und dass es da gut ist, auch in Berührung mit dem eigenen Körper zu kommen, in Bewegung zu kommen, um auch mit Gott wieder in Berührung zu kommen. Über Bewegung, über meinen Körper. Warum machen wir mit? Weil es eine gute Sache ist, den Glauben und Sport zu verbinden. Sport macht mir Spaß. Also ich bin jetzt nicht der super Sportler, aber es macht Spaß. Und was mich jetzt gereizt hat, war neben, weil ich auch so öfters mal laufen gehe, das noch so mit diesem geistlichen Impuls zu koppeln. Das fand ich ziemlich coole Idee. Darum geht es einfach, das während dem Laufen ein bisschen drüber nachzudenken und sich vielleicht auch hinterher drüber auszutauschen.